fire. This is so good. This too, this is awesome. The look. Bones and vegetable and okay. Onion. Oh, okay. Looks mushroom and then, too. And I cook it a long time. How long do you cook this? 1, 2, 3 days. 3 days? And we will have from this tonight? Yes, in the food, yes. In the food, yes. Work to prepare our dinner. What is the God Health menu? We cook the same menu like his time. We start with a bread, a loaded bread with smoked butter, and on the side we have a butter with mushrooms, truffles, and morkels. Enjoy it. Oh, thank you. That sounds amazing. Thank you. Vogelbeer. Yeah. Vogelbeer leaves. We make a gelée, like a jelly of the leaves, and then the leaves is inside the jelly, and the jelly has a little bit taste like almonds, like nuts. It's really special. In an oven braised cabbage. Okay. We have 4 sauces. We have a green one tomato. Uh-huh. We have a blood cream with some chocolate. Okay. We have a yellow pea cream. Mm-hmm. And onion. Oh. And salt with rust. Oh, wow. So you can eat it with a fork or directly from your hand. Das Gurme und ich tue eigentlich alle Jahre andere Menü thematisieren. Und zwar habe ich schon den Alexander Nikolaus Kriabin gekocht in der Kaviatur von der Farbe Mystische Nachkoch. Politisiert, ich habe morgen Honey gekocht und ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass Chinesen keine Bienen brauchen, die können selber auf Bäumen gehen bestellen. Dann habe ich Neurogastronomie gekocht und habe euch zeigen, was mit dem Mund passiert, mit dem Geruchssinn, mit der Synapse, mit dem Langzeithirn und dass eigentlich auch Kindheitserinnerungen, die ich habe als Koch, quasi wenn man jemanden könnte oder so genau so kochen und dann geht man eigentlich automatisch in die Kindheit oder in eine Zeit, die wo zum Beispiel bei mir ist Migros-Senf, Serva und Säugeschmack, also ein Säustahl. Und wenn ich das habe, dann ist bei mir nachher quasi, da bin ich der 7-Jährigste. Jetzt ist es so, ich tue das jetzige Menü heisst aus Gotthelfs Zeiten. Also nicht der Gotthelf, ich gehe nicht auf den Gotthelf, sondern auf die Zeit. Und ich habe es einfach gemacht und habe gedacht, nein, ich mache es jetzt nicht immer so kompliziert, ich probiere mal auf dem Boden zu bleiben. Und habe mich so in die 17., 18. Jahrhunderte versetzt und man denkt, was könnten die dort haben, was ist, wie ist es essen, wie haben sie gelebt, bescheiden. Und das ist eigentlich auch so auf dem Tisch, es ist ein bisschen Bescheidenheit. Ich würde euch jetzt den ersten Gang geben, das ist der Kopfsalat. Und der Kopfsalat
habe ich vielleicht alle Kindheitserinnerungen oder wie auch immer, auch in meiner Jugend, als ich Koch gelernt habe. Allgemein war alles bitter. Salate bitter. Der Blumenkohl, den hast du nicht können fressen, wenn so nicht war. Da hast du mit Kalbsnieren verkochen, mit Weissbrot, und hast du mit Zitronen bekämpfen, dass er nicht schwarz ist. Heute kann man ihn locken mit Salzwasser kochen, dann bleibst du nicht weiss über Stunden. Dann passiert gar nichts, er ist auch gar nicht bitter, er wird auch nicht bitter. Und das ist eine moderne Genmanipulation, sage ich jetzt halt auch. Das hat sich halt entwickelt und heute sind die Gemüse viel schöner, aber nicht so bitter, auch so weit. Cicolino Rosso, Brüssel ist fast als Traumlöcher zu da. Wenn du gegessen hast, kannst du ihn eigentlich roh essen. Das ist super so. Jedenfalls, ich als Kind, das ist mein Elternhaus und ich bin eigentlich mehr in der Familiengasse gewohnt, weil meine Eltern keine Zeit hatten. Bei der Frau Schöpfer habe ich einen Salat bekommen, einen grünen Salat. Und die hat Zucker drauf da und Zitronensaft. Und vielleicht kennt ihr das noch von früher. Grossi oder so, oder Grossmutter hat das noch gemacht. Und das war für mich ein extrem schönes Erlebnis gewesen. Und eben, vielleicht, dass es eben früher bitter war, dann ist man auch mit Zucker dahinter. Ich würde euch jetzt den Kopfsalat auf meine Art machen. Ich gebe euch den Kopfsalat von Rom. Den Kopfsalat wie Kimchi. Ich gebe den Kopfsalat Herz Süssauer. Den Kopfsalat Strunk wird getrocknet und gemischt mit Salz. Der Kopfsalat, die Samen werden gegölt, dass es Öl gibt. Dann Kopfsalat, die Reste, also vom Öl herstellen, der Reste, der übrig bleibt, geben wir wieder dazu. Der Kopfsalat, Dicksaft. Der Kopfsalat, Sirup. Kopfsalat, Creme. Und Kopfsalat, Mayonnaise. Und Mayonnaise ist mit Kondensmilch gemacht. Und Kondensmilch war ja ganz akkurat, ganz früh. Auch Milchzucker, wir hatten auch Milchzuckerfabrikanten, die aus dem Milchzucker hergestellt. Und am Schluss müssen wir es bedecken mit einem getrockneten Kopfsalat. Das heisst, ich könnte das dekehren und so essen wie ein Sandwich, oder ich könnte es auch so wälzen wie ein Taco und so was. Das wäre der erste Gang, wenn ich vorgegeben habe. Das nass machen und das viele drauflegen und in das Backpapier rein und das einwickeln und das draussen auf dem Feuer legen. Draussen haben wir so einen Ring, wärmen und die dort langsam garen. Das in die Küche nehmen, das auspacken, die Haut abziehen und dann legen wir euch ein Heusalz drauf. Das heisst Heu gemischt mit Salz. Und da legen wir euch eine Silosauce drauf, Silage. Also, Silo. Und dort Heukräuter, Heublumen und Heubrüder rösten und dort die alten Zusätze. Und ich tue euch jetzt ein bisschen Heuduft über eure Köpfe sprühen, sodass ihr das Gefühl habt, wie seid ihr im Höchstock. Ach, okay. Ja. Kommt der schon nach? Oder was ist das? Ich gehe jetzt halt gleich auf den Gotthelf. Uli der Knecht, Uli der Pächter, kennt ihr? Und dort gibt es ja den Glunkenbauer, den Joggeli. Und der Joggeli hat immer das Geld im Hühnerstall versteckt und hat auch immer das Geld gezahlt dort. Und sehr wahrscheinlich hat er auch etwas verloren, nehme ich an. Und wir tun jetzt mal die Geschichte so, also mal thematisieren. Zuhn frisst natürlich Mais und es gibt natürlich auch Eier. Ich würde euch jetzt Hühnerflügel backen. Dann würde ich euch Mais pürieren, Mais fermentieren, ich würde Maisblätter pesto geben, ich gebe euch Maisfädeli vom Kalben, die Fädeli vor. Dann tue ich Mais
Hopfen. Ich gebe Maismehl geröstet. Ich gebe Mais Asche. Und ich gebe Mais Destillat. Und im Prinzip habe ich durch die Asche für das Destillat und Mais habe ich wieder eine Spabüle gemacht. Das ganzheitliche Denken. Ich sage auch Salz, Merkur, Sulfur, Körper, Geist und die Seele. Dann würde ich aber weiterfahren. Ich würde euch das Eigelb im Maiskeimöl geben. Mokartische Maiskeimöl. Ich gebe euch ein Eiweiß-Baiser mit Maisessig abgeschmeckt. Ich gebe euch ein Eigelb, das geraspelt ist, also trocken geraspelt. Und du es bestreuen mit einem Salz. Und jetzt ist das Salz so, das Salz kommt von B, von der Saline B. Und quasi, sie sagen, dass das Salz, das unten abgebaut ist, dass das kristallsige und dass das Jahrmillionen alt ist. Und jetzt sagen die natürlich, ja, Salz sind Kristall und Kristall können Klang aufnehmen. Das heisst, wenn ein Schall oder ein Klang oder irgendetwas auf diesen Kristallen ist, dann bleibt das dort. So habe ich jetzt gedacht, ich tue Salz mischen mit der Schale von der Eier, trocknet die Schale, und tue es beklangen mit dem Gegacker vom Hühnerstall. Und so ist jetzt eigentlich der Hühnerstall auf dem Salz oben und mit dem, den wir wieder gut, ist natürlich eine Spinnerei. Und schmeckt jetzt natürlich. Aber es stimmt, wissenschaftlich stimmt es und ich habe es auch gemacht und philosophisch stimmt es auch. Und ich tue noch ein Fünfi verstecken, ein Fünf-Rappen-Stückchen, weil selbstverständlich hat der Joggeli irgendwie schon da ein bisschen runtergefallen und er hat so viel Fünfi gehabt, dass er mir da nicht mehr geht. Das dann bitte nicht essen, das ist dann mehr so ein Glücksbringer. Ich hoffe, dass du mir gedacht hast. Oder sagen, das muss jetzt gehen, ist meistens ein Ölkes und nicht eines, das gar top zu weg ist, weil das hat man dann vielleicht wieder gebraucht zum Nachbrauchen. Ja. Und so haben wir dann vielleicht eher die älteren Tiere gemacht. Jetzt momentan ist ein grosser Trend auf der Welt, dass eigentlich Köche durch ältere Tiere verarbeiten und dass das eine Delikatesse ist, sozusagen, wenn man jetzt eine Kuh ab der Milch nimmt, also dass sie nicht mehr Milch geben muss, aber gleich tut Futter, wie sie Milch würde geben, dann tut man sie quasi wirklich mästen. Und es gibt Tiere, die sind 17-jährig und man tut sie erst die essen. Wir können das vielleicht vom Militärdienst, ich weiß nicht, Bouillon mit Kuhfleisch ist natürlich wunderbar besser, mit dem Milchfleisch. Und so sage ich natürlich, es Schweinfilet oder ein Sofilet so, die ist länger gewachsen und das Fleisch ist viel aromatischer und das Fleisch hat natürlich auch mehr Eisen und einfach da Mineralien drin oder ein Süßfleisch. Hat aber eine andere Farbe, das ist eher dunkler. So würde ich euch ein Sofilet geben. Das ist geräuchert mit Bohnenblut, mariniert im Bohnenblutöl. Ich gebe euch den Speck davon, der ist gesalzen und gebraten. Ich gebe euch das Zümmi, das ist in Bohnenkrautessig eingelegt. Und das Schwätzli von mir tun wir backen. Und das Würstchen tun wir im Wein garen, sonst ist mir per se neu gekommen.
Und ich würde euch noch eine so labern geben. Und ein bisschen labern, Kaffee oder was ich gefragt habe, ob man das besser tun. Und ich würde euch dazu dort die Bohnen kochen. Bohnen trocknen, backen. Bohnen pellt, gelbe Bohnen. Und Bohnen mit Münzen. Und ein bisschen Bohnen mit frittiert. Das war das Gericht. Und ich habe viel Vergnügen. Also, deutsch gesagt, wäre das ein Metzger. Emmentaler ist natürlich typisch Gotthelf und Emmentaler ist sozusagen der Käse, der am meisten verrufen wurde in der Schweiz. Das ist der grusigste oder der isst sich nicht oder kann noch nie mehr gut gegessen, da ist Gummi und was auch immer. Das wird eigentlich, über den wird schon für ein bisschen Backhaar. Und im Prinzip haben sie es auch nicht verpasst, da ein bisschen zu ehren. Und auch von der 100%igen Produktion ist 80% im Ausland und 20% in der Schweiz. Und sie haben es nicht fertig gebrungen, den zu schützen. Und ich glaube, ich hoffe, sie bringen es fertig, dass der Name Emmental geschützt wird. Und momentan ist eine riesige Käserei, wo ich die deutsche Käse, das Kilo Emmentaler, für 6.50 Franken für die Schutte. Also das heisst, das ist so ein tiefes Niveau anfangen. Und dabei ist er der König der Käse. Er ist der beste, der gelbste, gute Käse, den wir haben in der Schweiz. Weil das braucht 1000 Liter Milch für 100 Kilo Käse. Und wehe, und nur Silofoil, nur Rohmilch, das gibt es gar keine Emmental. Und dort drinnen darf kein Fellbakterien sein, von überall her nicht. Jeder Bauer muss extrem sauber arbeiten, sonst schlüpft der Käse. Und ich möchte euch vorstellen, der Käse ist wie so eine Wachsschicht ringsum. Vollkommen, wie ein perfekt. Und innen hat er auch Löffel. Und wenn das Fell durch die Bakterien tut, dann tut es den Rest brennen. Und das ist das Wunder, dass es immer die Löcher gibt und doch bleibt er ganz. Und ich würde euch das mal vorstellen. Und das ist etwas Wunderschönes, es hat keine anderen Käse. Alle sind so kompakt und haben kleine, kleine Löcher, aber solche Löcher im Emmental und der kompakt sind, das ist fast ein kleines Wunder. Ich würde euch jetzt eine Käserei sagen oder eine Manufaktur. Und die heisst Hüpfer Boden. Die ist dann durch Schacher draussen. Also das ist 10 Minuten mit dem Auto. Und dort haben wir jetzt einen 7-jährigen Emmentaler. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen jährigen. Und da könnt ihr ein vergleichen, was mit einem jährigen Motor ist oder mit einem alten 7-jährigen Motor. Dann würde ich euch einen 2-jährigen als Schuhe geben. Ich würde euch einen 3-jährigen als Creme geben. Und ich würde euch einen 5-Jährigen als Grossmutter Chips geben. Also die Grossmutter ist, wenn man Fondue isst und unten an. Dann würde ich euch Perlen geben. Und die sind gemacht aus den Tränen von einem Tag. Tränen, das sind die, die in den Löchern drin sind. Wenn sie so bei anderthalb, 2 Jahren, können sie einfach Tränen geben. Und die geben wir Perlen. Mit euch eine Milchkutschtröchne geben, weil schlussendlich ja der Käse von der Milchkutsch. Und ich gebe euch ein Apfelwild-Hefe-Sorbe. Und das ist dort vom Mixen, denn die Hefe können wir sich ansammeln, durch gären. Und aus dem können wir dann sozusagen das Wasser machen. Und also eine Sorbe. Und durch Apfeldicksaft geben und durch ein Lachkraut geben. Lachkraut ist wieder das Blut, das man früher auch gebraucht hat zum Käse machen. Das war das Gericht. Und natürlich auch für Pflanzen drin. Tschüss.
es gibt ja so Ausdrücke, Männer von Gutannen, Scheiben wie Verhandlungen, Scheiben, Ohren wie Zeitplagen und so weiter. Oder es gibt auch die Gutanne oder Tannungsboden oder einfach nur Tannen. So heisst eigentlich überall so die Wörter. Und Tannen ist natürlich für uns auch ein Begriff für eine Fichte, sprich eben Tannen wäre eigentlich fachtechnisch deutsch eine Weisstanne und Rottanne wäre eine Fichte. Und so würden wir jetzt euch zuerst eine Essenz geben. Ich tue das Holz für den Blut destillieren ohne Wasser. Und durch das komme ich eigentlich ein Holzessig oder eine Fichtenessig. Dann gebe ich euch ein bisschen zum Probieren. Das ist gesagt, was für eine Gewalt, dass es so einen kleinen Tropfen hat. Würde euch ein Fichtenschösschen Sorbet geben, gebe euch ein Fichtenschösschen Honig, gebe euch ein Fichtenschösschen Süßsau, gebe euch ein Fichtenschwarte, aus den Schwarten nenne ich so, gebe euch Fichtensamen Knospen. Ich tue aus den Samen Sprossen machen, sprich ganz kleine Bäume. Und gebe einen Fichtenzapfen Salz, Zapfen fein gemahlen mit Salz gemischt. Und ich gebe Fichtennadelblut, das heisst Nadeln, ein bisschen mitservieren und ein bisschen anflammen, so ist ein ganz feiner Geschmack, wie so ein Frischbäumchen, die nicht zerbrechen oder brennen. Das war das. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Und ist natürlich, ich sag's mal, ich gebe euch eine Blütenhonigglasse. Dann eine Bienenwachscreme, also wir machen den Wachs wieder essbar. Und ich gebe euch Granitsteine, die so fein gemahlen sind, dass wir aus diesen gemahlenen Steinen wieder Steine machen und ihr die Steine essen könnt. Dann gebe ich euch geeiste Steinrosenblüten, die auf ca. 1500 bis 2000 Meter oben wachsen, habe ich auch selber geholt, und ein Steinrosenblätteröl dazu. Die Steinrosen wachsen natürlich an den Steinen, mit den Steinen, und die Bienen gehen ja wieder zu den Blüten von den Steinrosen. So gebe ich euch noch getrockneter Honig, Propolis, das ist das Penicillin der Bienen, und Blütenpollen dazu. Und servieren es wieder auf dem Stein. Dann kriegt ihr noch zum Kaffee, ich sage dem ein Mohrenkopf. Und das ist ja in der Schweiz ganz verpönt. Also das schon nicht. Mohrenkopf, das ist ja rassistisch. Aber ich sage es halt nicht gerne. Ich finde, ich bin halt der Schweizer und so darf ich das schon sagen. Ich gebe euch eine Birkenpraline und ich tue das füllen mit Birkensaft, Birkenteer und Birkenzucker. Also der Saft ist, dass man im Februar, März, April das Birken bohren und dann gibt die einen über Nacht einen so 2-3 Liter Saft. Und die gibt es etwa während 2-3 Wochen und oftmals versiegt sie und der Saft geht dann zu den Blättern. Und der Zucker ist Xylit, das ist, das tue ich auch zum Kaffee geben, das ist eigentlich der das Glucose, das im Holz drin ist und das gewonnen wird aus dem Zucker. Im Prinzip oder aus dem Saft raus. Der Birkentee ist die Rinde von der Birken und die wird verpecht. Das gleiche Prinzip, das ich euch vorhin gezeigt habe, mit dem Destillieren. Ohne Wasser tut man einfach die Destille zu und dann kann der Dampf nicht raus. Da gibt es kein Essig, sondern es tut sich der Verpecher drin. Birkenteer. Birkenteer war früher wie in der alten Zeit wie ein Kleber, aber auch heilend, also als Salbe. In den skandinavischen Ländern gibt es Birkenteersalbe.
Das ist sehr desinfizierend. Das ist extrem gut. Becken soll so extrem gut desinfizierend heilen. Extrem. Auch Becken Saft für die Haut oder Haare oder so. Top. Und der Saft ist eigentlich so der neue Superfood, den wir haben. Das heisst, den Saft nur so trinken oder wirklich gemischt mit Mango oder Ananas oder so, wie sie es heute so modern machen. Dann würde ich euch ganz, ganz, ganz am Schluss, also ich müsste noch mit Beckenblätter bestreiten. Ganz am Schluss kommt dann noch eine brünte Creme. Eine Creme Brûlée und mit ein bisschen Meringue und Icaron-Kaffee oder drauf. Icaron ist auch etwas, wo man winkt ist zu dieser Zeit. Kaffee war teuer. Und Icaron ist wie aus Zichoria hergestellt. Und dann gibt es natürlich auch Kaffee aus Getreide und Eicheln. So, das sind die drei. Der Zichoria, Kaffee und Eicheln. Und so eigentlich der Kaffeesatz. Darum tue ich euch auch dabei drauf, dass ihr auch Brünnigkeit zu werden seid. Somit wäre das neu für dich. Und die drei Sachen könnt ihr noch mit. Ich tue euch natürlich zu wenig verteilen. So, dass die auch noch. Ich wünsche euch noch eine gute Geburt.